Schüler der HTL Steyr besuchen seit mehreren Jahren regelmäßig das EU-Parlament in Straßburg. Der europäische Gedanke beschäftigt die Jugendlichen auch im Schulalltag. Mit Ingenieur Dr. Paul Rübig stellte sich ein profunder Kenner der EU in der HTL Steyr der Diskussion. Und die hat den Titel »Tickt die EU noch richtig?« Der Rettenbacher Saal der HTL Steyr war am späten Nachmittag bis auf den letzten Platz belegt. Obwohl man auch schon mitunter nach Hause gehen könnte, das Thema interessiert sehr. Und aufgrund des Plakates, das ein Lehrer gemacht hat, haben sich sogar Viertklässler auch angestellt und gefragt, ob sie da nicht auch teilnehmen können. Das heißt, auch in dieser Alterskohorte ist das Thema sehr, sehr relevant und das freut mich natürlich sehr, denn diese Menschen werden die Säulen unserer Zukunft sein. Wenn sie sich jetzt schon mit diesen Fragen auseinandersetzen, sie reflektieren, kritisch reflektieren, werden sie sie in ihre Entscheidungen in die Zukunft einfließen lassen. Und mir ist mit dieser Jugend, die wir von der Gesellschaft anvertraut bekommen, nicht bang um die Zukunft. Dr. Paul Rübig hat an der HTL Steyr maturiert, leitet seit mehreren Jahren den Alumni-Beirat der Schule und hat somit eine dauerhafte Verbindung zu seiner ehemaligen Ausbildungsstätte. Ich bin natürlich immer gern in Steyr. Ich war hier 5 Jahre auf der HTL selber Schüler, war im Internat drüben. Habe mich in 5 Jahren da sehr gut sozialisieren können im Internat. Da lernt man sehr viel, in der Gemeinschaft zu leben. Und es war eine gute Grundlage dann auch für meine Arbeit beim Bundesheer. Bin ja damals dann zu den Gebirgsjägern gegangen. Und gerade diese Funktionen haben mich dann in der Politik auch sehr festgemacht. Weil natürlich, wenn man mit Leuten umgehen kann, wenn man weiß, dass Zuhören ein wichtiger Begriff ist, und das habe ich hier auch gelernt, dann fühlt man sich, wenn man hier in der HTL ist, wieder wie zu Hause. Klassenweise erarbeitete Fragen werden klar formuliert an den Abgeordneten des Europäischen Parlaments gestellt. Wie tickt die EU oder tickt die EU noch richtig? Ja, ich glaube, wir haben in der ganzen Welt eine Art Demokratierevolution. Und die findet natürlich auch in Europa statt. Und gerade die jungen Leute wollen wissen, wo geht die Reise hin. Und ich glaube, eine ständige Verbesserung der Demokratie ist auch bei uns notwendig. Und hier in Debatten wie in der HTL in Steyr kann man wieder lernen, wo die Probleme liegen, wo die Antworten für die Zukunft zu finden sind. Und darum ist diese Provokation, glaube ich, ganz gut. Mit dieser Diskussion ist die HTL Steyr nah am Puls der Zeit. Ja, ich würde sagen, sogar ein bisschen drüber hinaus. Denn die Zeit erleben wir im Moment alle, wenn wir uns die Medien anschauen. Was aber ist morgen? Diese Frage bedrängt uns natürlich jetzt ganz intensiv. Und Menschen, die so wie Dr. Paul Rübig in vielen Netzwerken drinnen sind, die haben eine bessere Basis, um Prognosen auch für die Zukunft stellen zu können. Und ich hoffe, dass da auch gewisse Aspekte heute zur Sprache kommen und ich hoffe, dass die Aussichten auch beruhigend sind. Ja, leicht ist es natürlich nie, aber ich glaube, es ist ein komplexes Thema, es ist ein hochinteressantes Thema und ein wahnsinnig spannendes Thema. Wenn man schaut, früher die Lösung von Konflikten mit Militär, Diplomatie bestenfalls, aber nicht mit demokratiepolitischen Instrumenten. Heute setzen wir uns in Brüssel zusammen, wir streiten sehr viel, wir diskutieren sehr viel, kennen viele verschiedene Wege, wie es jeder Einzelne besser machen würde und trotzdem muss man sich einigen. Und diese Einigung macht uns eigentlich so stark und der Beitritt von Kroatien jetzt als 28. Mitglied zeigt, dass die Europäische Union noch nicht an Attraktivität verloren hat, sondern dass es für viele noch ein fester Anker in dieser bewegten globalen Entwicklung ist. Und die Quintessenz der Botschaften an die Jugend ist? Die Europäische Union ist für uns eigentlich nur eine Chance. Und ich glaube, an derer Chance müssen wir tagtäglich arbeiten, dass sie in der Zukunft erhalten bleibt. Weil das Zurückfallen in militärische Konfliktlösung oder es den Diplomaten zu überlassen, das ist zu wenig. Wir brauchen eine Jugend, die sich engagiert, eine Jugend, die in eine gute Zukunft schauen will, die sie ganz einfach auch engagieren will. Das brauchen wir und dieses Engagement möchte ich hier auch vermitteln.